Hallo, grüß euch. Ich habe heute eine abstrakte Seite im Art Journal und diesmal verwende ich das Moleskine Watercolor Journal. Ich habe da vor kurzem ein ja, ganz gutes Angebot gesehen und ich wollte das so gerne mal ausprobieren. Ich mir dachte, das teste ich mal. Weil ich finde, das Buch ist ein normales Aquarelljournal. Also es ist jetzt nicht besser, da die sagen, als andere. Ich finde das Papier ist ähnlich wie das von Kunst und Papier, also wie diese Journals. Ich glaube, dass das ohne Baumwollanteil ist. Zumindest finde ich das von Kunst und Papier, fühlt sich ein bisschen mehr nach Baumwolle an. Und was mir bei dem Journal aufgefallen ist, die Seiten, die wellen sich natürlich auch, weil das Papier nicht besonders dick ist und die verziehen sich dann leider auch ziemlich. Also die kriegen dann so einen großen Hugel oder so eine und mir ist halt aufgefallen, weil es zum Fotografieren relativ schwierig war. Ich starte meine Seite halt mit Aquarellbuntstiften. Ich verwende dafür die Derwent Intense Stifte. Die sind eigentlich keine richtigen Aquarellstifte, das sind Tintenstifte. Und wenn man die Farben anlöst und wenn die Pigmente komplett gelöst sind, dann trocknen die wasserfest. Das heißt, ihr könnt es dann da wieder drüber malen, das wird sie nicht wieder reaktivieren. Das ist jetzt aber in dem Fall gar nicht wichtig, also ihr könnt da ganz normale Aquarellbuntstifte auch verwenden. Ich finde aber, dass diese Stifte sehr farbintensiv sind. Also ich finde, die leuchten einfach ein bisschen mehr wie normale Aquarellbuntstifte. Und ja, deswegen nehme ich es einfach her. Mir hat die Seite unheimlich viel Spaß gemacht. Ich starte einfach, indem ich die Farben ein bisschen durcheinander auftrage. Ich würde euch empfehlen, vorher vielleicht ein bisschen zu testen, welche Farbkombinationen gut ausschauen oder welche Stifte sich auch gut mischen lassen. Ja, und ich habe mich einfach für so ein bisschen eine herbstliche Kombination entschieden, mit warmen Tönen. Und damit ihr einen hohen Kontrast kriegt, verwende ich einen dunklen Ton, das ist Deep Indigo, also ganz dunkles Blau. Was ich an dieser Methode mit den Stiften auch ganz toll finde, dass man, wenn man die später mit Wasser anlöst, immer nur so ein bisschen Striche sickt oder halt mehr oder weniger von den Strichen übrig lassen kann. Und ich finde, das macht es halt ein bisschen spannender und interessanter im Hintergrund. Ich nehme jetzt einfach Wasser und einen Pinsel und vermal die Farben. Ich versuche dabei natürlich ein bisschen aufzupassen, dass ich kein Grau oder Braun mische. Immer ein bisschen Braun darf dabei sein. Es ist ja eine herbstliche Farbkombination. Aber ein bisschen muss man halt darauf achten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Grün und Rot habe, dann wasche ich den Pinsel einfach vorher einmal aus und tupfe den vielleicht nochmal ab und nimm dann frisches, klares Wasser für die roten Bereiche, wenn ich vorher im Grün war.
Den Pinsel, den ich da verwende, das ist aus der Gerstecker-Reihe Katzalon, heißen die. Das sind synthetische Pinsel, also keine Tierhaare. Und ich finde, die sind aber wirklich super. Also ich mag die Qualität total gern und ich bin keiner, der teure Pinsel kauft, weil ich schon dazu neige, dass ich meine Pinsel öfters mal im Wasser stehen lasse. Und die auch nicht unbedingt jeden Tag auswaschen. Ich meine, das ist bei Aquarellpinseln einfacher, aber gerade zum Beispiel bei Acrylfarben, da bleiben die bei mir doch immer eine Weile im Wasser stehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein teurer Pinsel, der macht es auch nicht besser. Also natürlich ein total billiger Pinsel, der keine Farbe hält, der kein Wasser aufnimmt und der die Haare verliert, der bringt es jetzt auch nicht. Das dunkle Blau finde ich passt total gut als Kontrast zu der Seite. Das bringt die bunten Farben nochmal richtig hervor. Und da passiert mir das, dass ich so ein paar Spritzer mache. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut und deswegen mache ich einfach noch ein paar mehr. Und ich finde, das passt total gut zum Herbst, weil ja solche bunten Blätter oft einmal schwarze oder dunkle Punkte drauf haben. Und von dem her finde ich, ist das ja ganz passend. Ihr findet wie immer zu der Seite einen Blogpost auf meiner Website. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr nochmal Fotos von der fertigen Seite anschauen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr kreative Inspiration braucht, dann schaut doch mal in meine Videobeschreibung. Ich habe vor kurzem zusammen mit dem EMF Verlag ein Buch rausgebracht mit ganz viel kreative Rezepte und Ideen. Es ist sehr gut für Anfänger geeignet und vielleicht gefällt euch das oder interessiert euch das. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Hier verwende ich eine Acrylfarbe und zwar das Quinacridone Gold von Golden. Das ist eine flüssigere Acrylfarbe und mir gefällt einfach der Farbton total gut und ich finde, der passt hier super auf die Seite und deswegen mache ich mit dem einfach ein paar Muster drauf.
Ich verwende Acrylfarbe aus dem Grund, weil die deckender ist und ein bisschen mehr farbintensiv als Aquarellfarbe und sie das dadurch vom Hintergrund ein bisschen mehr abhebt. Außerdem kriegt man ein bisschen eine andere Textur. Und ich mache da wirklich total intuitiv. Ich habe überhaupt keinen Plan vorher. Ich mache das einfach so rein nach Gefühl. Und ich denke mir auch nichts, wenn mir jetzt was nicht gefällt, dann klebe ich später einfach was drüber oder ich mache einfach was drüber. Das geht immer. Und deswegen finde ich es an solche Seiten ja, eine tolle kreative Pause. Also man kann einfach entspannen. Man muss keine Angst haben, dass man jetzt irgendein Beutel versaut. Und außerdem bin ich der Meinung, das kann wirklich jeder. Man muss überhaupt keine Zeichenkenntnisse haben. Man kann die Sachen nehmen, die man daheim hat. Man kann das Ganze mit Aquarellfarben machen. Man kann es mit den Neocolor-Kreiden machen. Ich habe ganz viele Beispiele schon in Videos gezeigt. Ich verlinke euch ein paar davon am Ende von dem Video. Als Farbpalette verwende ich kein Holz- oder Plastikpalette, sondern ich nehme immer irgendeine Art von Papier. Das kann jetzt eine alte Buchseite sein wie hier oder ein Druckerpapier oder so ein Zeitungspapier. Diese bunten Papiere sind auch total gut geeignet für Collagen und deswegen ja, hebe ich mir die natürlich ja immer auf. Ich verteile hier nur die übrig gebliebene Farbe auf mein Papier, damit die nicht verschwendet ist. Und dann kann es in einem späteren Projekt vielleicht zum Einsatz kommen. Ich werde jetzt außerdem nur einen Grünton verwenden. Das ist von Schminke, das Saftgrün. Es ist eine meiner Lieblingsfarben. Ich finde, das ist so ein wunderschönes Grün. Und damit mache ich auch einfach nur ein paar Tupfen und Muster auf meine Seite. Und auch hier nehme ich mal neues Papier und tue einfach die übrig gebliebene Farbe drauf verteilen. Möchte nur ein bisschen mehr
Dimension haben oder mehr einen 3D- oder Tiefeneffekt. Und deswegen habe ich mir meine ganzen Jelly Prints rausgeholt, also die, die schon angeschnitten sind. Und jetzt suche ich mir ein paar passende Farben, um da einfach nur ein paar Schnipsel auf die Seite zu kleben. Wenn ihr gerne ein paar Jelly Printing Videos sehen wollt, dann verlinke ich euch auch nochmal am Ende von dem Video meine ganze Playlist. Ich habe schon einige Jelly Printing Sessions aufgenommen und ihr findet die Videos auf meinem Kanal. Ich habe mir jetzt für ein paar Schnipsel entschieden, die farblich ganz gut zur Seite passen und die klebe ich einfach mit einem Klebestick auf. Ich verwende da den von Tombow, das ist mein Lieblingsklebestick. Der batzt nicht so und wenn man den offen stehen lässt, dann drückt der auch nicht aus, sondern bloß die oberste Schicht und die kann man dann runternehmen und dann funktioniert der Klebestick wieder. Ich habe jetzt meine Neocolor-Kreiden rausgeholt. Ich verwende die total gern und total oft. Ich glaube, das sieht man, so wie die schon ausschauen. Und damit mache ich auch nochmal Kritzeleien und Muster auf meine Seite. Ich verwende hier die Neocolor 2 Kreiden, weil ich sowieso nicht vorhabe, dass ich später nochmal mit Wasser drüber gehe. Und ich finde, die sind wesentlich cremiger als die 1er und erdeckender als die Neocolor 1. Die Neocolor 1 Kreiden sind wasserfeste Wachskreiden. Die eignen sich halt, wenn man so Resist-Techniken machen will. Also, wo einfach, bevor man mit Aquarellfarbe oder Wasserfarbe drüber geht, etwas gezeichnet wird und das löst sie dann natürlich nicht um. Ich verwende hier einen Rotton, da habe ich schon die kleinen Kreise mitgezeichnet. Und da tue ich jetzt bloß einen kleinen Akzent neben diesen grünen Kasten oder neben dieses grüne Quadrat da setzen. Und das finde ich, das ist einfach so ein Hingucker. Und da möchte ich gar nicht zu viel auf die Seite geben, weil sonst ist wieder nichts Besonderes mehr, wenn man jetzt davon zu viel auf der Seite hat. Hier habe ich jetzt meine Acrylmarke rausgeholt, also entweder die Posca Paint Pens oder hier habe ich einen von, wie heißt es denn, Edding. Die sind permanent, wenn es trocken sind und die sind auch meistens sehr deckend und ich verwende die total gern, um noch ein paar Zeichnungen auf die Seite zu machen oder eben wie hier ein paar Muster. Ich mache total gerne Blätter und Blüten oder Blumen. Ich mag das schon immer gern. Und als Inspiration habe ich zum Beispiel so ein altes Kräuterbuch von meinen Großeltern da. Da sind solche Kräutertafeln drin mit schönen Zeichnungen. Sowas nehme ich total gern als Inspiration her. Oder auch verschiedene so Vintage-Botanical-Bücher. Da finden sich total viele Ideen, was man denn so zeichnen kann. Und ihr seht, ich vereinfache das sehr stark. Also das ist überhaupt nicht komplex, sondern ziemlich simpel.
versuche den Kontrast nur ein bisschen zu erhöhen, deswegen habe ich auch die weiße Farbe über den dunkelblauen Bereichen gemacht und hier verwende ich jetzt dieses Lila über dem gelben Bereich. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob diese lila Blätter sichtbar genug sind und deswegen fülle ich eines auf mit einem weißen Marker. Mir gefällt das Ergebnis nachher überhaupt nicht und ich finde, das passt da gar nicht und ich werde es wieder überkleben, aber das ist so ein Beispiel, dass man einfach was ausprobieren kann. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kommt einfach was drüber und manchmal passiert es halt auch, dass Sachen rauskommen, die einem total gut gefallen und die man dann für spätere Sachen oder für spätere Werke wieder verwenden kann. Ich nehme jetzt eins von den Papieren, wo ich vorher meine Farbe drauf aufgebraucht habe und klebe ein Stück drüber. Das passt da jetzt farblich total gut aus dem Muster her. Und deswegen schaut das nachher nicht aus, wie wenn ich das jetzt aufgeklebt hätte, sondern einfach, es war das Absicht gewesen. Ich bin jetzt eigentlich fast fertig mit der Seite. Ich ergänze einfach nur ein paar Zeichnungen und mache noch ein paar Muster und Punkte mit die Posca Pens.
Ja, meine Seite ist jetzt eigentlich fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr habt es losgekriegt und wollt jetzt auch ein bisschen kreativ werden. Und dann wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Pfiat euch!